Herzlich willkommen zurück bei der Stoic Challenge. Das sieht hier der letzten Folge verdächtig ähnlich am Anfang. Das liegt aber nicht daran, dass hier ein Irrtum oder eine Folge doppelt vorliegt, sondern daran, dass dieses gesamte Areal, diese blöde Bibliothek hier, Duke's Archives, nee, Grand Archives, Duke Archive war Dark Souls 1, kein Bonfire enthält, sondern alles über Shortcuts hier funktioniert. Hier ist jetzt auch ein Hebel aufgetaucht, interessanterweise. Der war vorher ziemlich sicher nicht da. Na gut, soll mir recht sein. Wir haben uns ja durchgearbeitet in der letzten Folge und sind jetzt an der Stelle angekommen, wo es zu diesem Shortcut verbindet. Wir haben vor allem sehr viel vertikalen Raum zurückgelegt. Wir haben hier vor der Tür drei NPCs platt gemacht, die vermutlich jetzt auch nicht mehr da sind. Ja, so ist das. Es gab aus unerfindlichen Gründen noch einen Staff. Es könnte natürlich Sage's Crystal Staff. Es ist möglich, dass das hier das Finale ist, dass diese drei NPCs eigentlich zusammen mit dem zweiten Crystal Sage hier sein sollen. Aber den haben wir ja schon im Archive ausgeknipst. Vielleicht lag deswegen jetzt der Staff da. Wie dem auch sei, wir sind, glaube ich, durchs Archive durch. Vermute ich mal. Hier gibt es nur eine Treppe, die man übersehen soll. Und wir haben natürlich auch noch ein paar kleine Winkel und Ecken im Archive nicht abgesucht. Auf dem Dach zum Beispiel, wo die Gargoyles waren, gab es noch ein Seitendach, auf das ich mich nicht drauf gewagt habe, weil ich lieber schnell durch wollte. Aha, und hier kann man auch nochmal aufs Dach. Vielleicht verbindet das ja auch darüber, denn das ist ja die Schlussarena. Mal gucken, wo uns das hinbringt. Oh oh. Oh oh. Ja, das ist, denke ich mir, Mob-Enemy. Wenn die mal nicht gleich von oben runterkommen, da wehen ja schon die Gewänder. Aha, geht schon los. Kavum, kavum. Soweit, so gut. Treffer angebracht. Ah, oh, hey, was? Was, kann ich da nicht durch? Was ist denn hier schon wieder los? Kämpfen wieder gegen die Kamera und sonstige Spielelemente. Oh, einer ist down. Und mal hoffen, dass sie nicht respawnen. Das wäre angenehmer, als wenn wir die dann nochmal platt machen müssen. Weil gestorben. Ja, puh, tja, wir werden sehen. Kann natürlich auch sein, dass die wiederkommen. Das ist jetzt alles nicht so schlimm, weil wir waren ja quasi unmittelbar hinter dem Bonfire. Ich hatte den Eindruck, dass drei runtergesprungen sind. Das macht es jetzt ein bisschen mehrdeutig gleich, wenn wir da zwei treffen. Habe ich mich entweder getäuscht und es waren nur zwei oder einer hat nicht respawned. So, Anschluss an die letzte Folge, die 100, 200.000 Seelen waren es am Ende fast. Habe ich natürlich in vier neue Level investiert. Thema letztes Mal war ja der Konflikt zwischen dem Gefühl, es richtig zu machen und dem tatsächlichen richtig machen. In allen Lebenslagen und Spiellagen. Ja, das sieht nach Finale aus hier. Finale von Lothric Castle. Aber erstmal. Ah, ne. Nix da. Vielleicht nochmal einen Blick hier auf die andere Seite werfen. Also Sackgasse. Gut. Ja,
Gefühl richtig zu machen versus tatsächlich im richtig machen. Diesmal ein eher praktisches Thema, nämlich externalisiertes gegenüber internalisiertem Hindernis und was das hilft, wenn man Probleme löst. Das ist ja so ein bisschen, worum es hier geht, worum es allgemein bei Computerspielen geht. Man kriegt ein Problem gestellt und muss das irgendwie lösen und schult dann im Idealfall seine Problemlösungsfähigkeiten und Strategien an dem Problem, das man gestellt bekommt. Ja, ich fürchte, die respawnen. Muss jetzt ein bisschen mehr Mühe geben. Oh, das ging schnell. Okay. Also, die alle drei auf einmal ist keine gute Idee. Erster Schluss. Ja, Spiele sind Problemlösungstrainingsapparate. Ob das jetzt ein Motorproblem ist, dass man, das ist natürlich auf eine Weise die uninteressanteste Sorte, aber dass man in bestimmter Art und Weise den Controller bedienen muss und das durch Wiederholung lernt, dann hat man immerhin Handbewegungen geübt und das Lernen von neuen Motorfähigkeiten geübt und vielleicht auch noch seine feinmotorische Kontrolle ein bisschen allgemein verbessert. Besser ist natürlich, wenn das Denkaufgaben sind oder wenn die das räumliche Wahrnehmungsvermögen schulen. Da gibt es auch noch eine eigene Literatur, da könnte man auch noch mal eine Folge zu machen, je nachdem, wie viel Zeit uns noch bleibt in diesem Dark Souls-Experiment. Dazu, was Spiele eigentlich an Vorteil tatsächlich nachweislich bringen. Das ist weniger, als man sich wünschen würde, aber es ist auch nicht nichts. Aber die vielleicht wichtigste Funktion in meinen Augen, und das ist jetzt natürlich auch ein bisschen diesem Experiment hier geschuldet, ist, dass man sich mit Rückschlägen auseinandersetzen muss. Was mache ich, wenn was ich machen möchte, nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Wie reagiere ich da drauf? Wie löse ich das? Was ist das denn wieder für eine? Was können die denn alles? Drei von denen, das ist nicht nett. Nicht nett Spiel. Okay, also dieser Move ist hier nutzlos, weil in der Zeit, den ich die ausführe. Nein! Was? Puh. Das ist jetzt potenziell sehr schlecht, weil möglicherweise jetzt meine Seelen auf dem Dach da unten liegen. Na gut, sehr schlecht. Die kriegen wir da schon irgendwie wieder raus, aber naja, mit ein bisschen Glück, es war jetzt nicht so lang. Das sind ja ein paar Sekunden zurück immer. Mit ein bisschen Glück liegen sie oben. Wir werden es sehen. Ja, die Spiele schulen die Fähigkeit, mit schwierigen Problemen und Rückschlägen umzugehen. Unter anderem, würde ich sagen, und wie gesagt, beeinflusst von diesem ganzen Experiment hier, wo es ja eigentlich nur darum geht. Und eine wichtige Fähigkeit, oder ein wichtiges Werkzeug im Handwerkskasten, Werkzeugkasten heißt das Ding, ist das Prinzip, nicht mit externalisierten, sondern mit internalisierten Hindernissen zu arbeiten. Was heißt das? Das heißt jetzt konkret auf die Situation, in der wir uns hier gerade wiederfinden. Ah, sehr gut, die Seelen liegen oben. Angewandt. Hier fallen jetzt diese drei Winged Knights von der Kirche oder vom Dach.
Ich kann die als externalisiertes Problem begreifen. Ich kann sagen, okay, das ist ein Problem, das das Spiel mir stellt. Die sind sehr schwer, das sind auch drei von denen, das macht es nicht leichter. Wenn ich dagegen nicht ankomme, dann liegt das daran, dass das Problem zu groß ist. Die sind schwer. Ich muss um die. Eieiei. Ach komm. Die sind nicht schwer, die sind nervig. Wie so viele Gegner in diesem Spiel. Total nervig. Oh, bitte. Es würde alles helfen, wenn man ein bisschen reagieren könnte und nicht die ganze Zeit. Oh. Ja. 15.000. Okay. Das ist schon alleine, wenn man Seelen brauchen würde, wenn man zum Beispiel irgendwann mal gucken will, was passiert, wenn man dieses Darksein tatsächlich wegkauft. Wäre das, wenn man mal rauskriegt, wie man die systematisch und zuverlässig besiegt, eine ganz gute Gelegenheit dafür. 15.000, das ist nicht so schlecht für ein Paar. Okay, jetzt sind es noch zwei, richtig? Ah, der eine ist da hinten. Ernsthaft? Ah, oh, Bullshit. Ist doch nicht wahr. Schon wieder nicht. Also die Stelle, an der ich da gerade in einer Endlosschleife aus Ausweichmanövern gefangen war, war wieder, ich habe gedrückt und es ist nichts passiert. Und dann habe ich ein paar Mal zu oft gedrückt und dann war eine Weile mein Input blockiert. Das heißt, wir haben ja wieder mit Timing-Problemen zu kämpfen. Ja, ein externalisiertes Problem, Timing-Probleme. Und das ist jetzt der Punkt, auf den ich raus will. Wenn ich das Timing-Problem ist sogar noch ein besseres Beispiel als der Ritter. Das hat gerade, habe ich gemerkt, hat nicht so richtig funktioniert. Aber als das Timing, das als Timing-Problem zu framen, heißt, ich kann daran nichts ändern. Ich kann jetzt nur meine, Sp nee, ich kann. Das Problem besteht unabhängig von mir. So. Das lähmt meine eigene Verantwortung für die Situation und das macht es auch schwer für mich, das Richtige zu tun, weil das Problem ist ja extern. Das Problem ist, dass das Spiel zu langsam läuft. Daran kann ich nichts ändern. Egal was ich mache, das wird immer so sein. Das Spiel wird zu langsam laufen. Jetzt mal gucken, ob wir vielleicht die, wenn sie direkt landen. Okay. Also zum Farmen ist das nur so mittel geeignet, das merke ich schon. Die sind zu haarig. Oh, jetzt haben sie mich noch angeklemmt. Zwei ist natürlich ganz scheiße. Das ist eine Bullshit-Attacke. Yep.
Ja, das externalisierte Problem hier ist, das Timing führt dazu, dass ich in der falschen Richtung flüchte. Das habe ich jetzt verstanden. Ich löse aus zu einem Zeitpunkt, wo ich nach rechts mich wegfliehen will. Mich wegfliehen. Ist keine Sprache, die ich erkenne, aber man versteht, was ich meine. Und durch die Zeitverzögerung des Inputs ist aber die Aktion wird ausgeführt zu einem Zeitpunkt, wo ich schon ganz woanders bin. Und wo das... Nein! Seufzt. Wo das nach rechts zu gehen die falsche Richtung ist. Und dadurch bleibe ich dann immer stecken. Ich löse dann mehrfach hintereinander eine Fluchtbewegung aus, aber jeweils in die falsche Richtung. Und bleibe dann irgendwo hängen. Jetzt, was ist ein internalisiertes Problem? Warum ist das problematisch, wenn ich das externalisiert beschreibe? Nochmal, weil ich dann nicht unmittelbar sehe, was kann ich denn eigentlich machen? Wenn ich das internalisiert beschreibe, dann stelle ich fest, meine Strategie ist fehlerhaft. Ich unter den Umständen, die ich hier vorfinde, muss ich die zum Beispiel trennen. Es war gerade zwar gegen zwei von denen auf einmal zu kämpfen, ist keine gute Idee. Schlechtes Timing. Stamina. Okay, das ist ein ganz guter Cheese-Move. Einmal zuschlagen und direkt wegspringen. Dann kriegen die nämlich zumindest keinen leichten Gegentreffer dran. You pricks. Immer noch nicht tot. Sagt er wahrscheinlich auch gerade über mich. Okay. One down. Two to go. Also einzeln sind die ja, wie immer bei Dark Souls, halbwegs handhabbar. Nur als Mob ist das recht nervig. Komm. Komm. Du musst doch eigentlich auch schon halb tot sein. Ja. So ist das auch. Okay, Nummer 3 und dann geht's ans Schatzsammeln. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ey, was? Wie hast du das jetzt gemacht? Röhr. Komm. Komm. Oh, der hat eine andere Waffe. Vielleicht deswegen. Beweg dich doch, du lahme Socke. Ah, nee. Zwei von drei. Hätte ich nach oben laufen sollen und den da hinten stehen lassen. Okay, noch ein Anlauf. Das internalisierte Problem ist, wie gesagt, die Frage, was kann ich ändern? Externalisiertes Problem ist, was ist falsch an der Welt? Was hindert mich in der Welt dran, das zu erreichen, was ich möchte?
das internalisierte Problem ist die Frage, was kann ich ändern, um dieses Problem zu beheben. Und das ist ein kleiner Unterschied. Das ist dasselbe Problem und es ist derselbe, der versucht es zu lösen. Aber wenn ich es internalisiert begreife, dann stelle ich mir direkt beim Formulieren des Problems schon die Frage, was kann ich tun? Und das macht einen riesigen Unterschied. Wie gesagt, hier in diesem Fall, man muss die... Ja, weiß ich nicht, ich habe sie jetzt gerade ja mit dieser Mauer glücklicherweise ganz gut und ganz gefahrlos bearbeiten können. Ah, die springen runter und wissen erstmal gar nicht, wo ich bin. Hello. Hello, Sir. Ah. Du Attack-Monster. Ging sehr schnell diesmal. Also ich meine, das Gute ist, wenn wir das jetzt noch ein paar Mal versuchen, haben wir wieder 100.000 Seelen zusammen. Kann man den vielleicht backstabben? Wenn man ganz vorsichtig ist, ganz langsam geht. Leider nein. Was komisch ist, weil den habe ich doch vorhin habe ich doch einen gebackstabbt. So it goes. Komm. Komm. Na. Nummer 2. Ein Titanite Shards ist hier oben auch kein Mangel. So. Dann folgen wir mal dem internalisierten Problemlösungsgedanken und lassen den erstmal da stehen. Und gucken, was wir hier oben für einen Blumentopf gewonnen haben. Okay. Normalerweise gucke ich ja Sachen nicht an, weil ich eh nichts davon benutze, aber das interessiert mich jetzt doch, weil der ist ja sehr gut bewacht. Was ist der Hunter's Ring? Ich habe noch nicht verstanden, nach welchem Prinzip neue Sachen in meinem Inventory auftauchen. Nicht am Ende, so viel ist schon mal klar. Komm. Da. Increases Dexterity. Pff. Da bringt mir gar nichts. Vielen Dank. Thank you very many. Da unten ist auch noch ein Item. Leider können wir dem nicht auf den Kopf springen. Bisschen schade. Wie es aussieht, geht es auch nicht da rein. Jedenfalls nicht hier. Okay, dann gehen wir noch das Item da holen. Hier geht es auch nochmal runter. Tütütü. So ganz schön viele Treppen dafür, dass das hier eigentlich das Dach ist. Aber ich will jetzt gar nicht meckern über die Backstory. Vielleicht wohnen hier ja die Nervensystemdrachen. Ein Estus Shard, okay. Schon besser.
Da geht's nicht durch. Ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein bisschen retardierend. Eigentlich sind wir ja auf dem Weg wahrscheinlich in die Schlussbattle hier oben. Und stattdessen... nochmal einen Backstabbing-Versuch vielleicht. Na, das gibt's doch nicht. Hä? Wieso entkomme ich denn den anderen beiden immer so leicht und dem gar nicht? Ja, internalisiertes Problem. Ich meine, der zweite hätte auch so eine Waffe gehabt. Also die unterscheiden sich gar nicht. Vielleicht ist es einfach Pech. Aber ich kann natürlich nicht so offensiv rangehen, wie ich das mache. Bei den anderen habe ich ja Abstand gehalten und dann nur angegriffen, wenn die gerade in der Recovery Phase ihre eigenen Angriffs... Ich schicke mir immer gerne den Aufzug gleich wieder nach unten, damit man dann nachher nicht drauf zu warten braucht. So, jetzt sind wir eigentlich fertig da oben, soweit ich das sehe. Das heißt, ich könnte versuchen, einfach nur die Seelen zu holen und mich aus dem Staub zu machen, wenn das geht. Wenn sie mich lassen. Wird wahrscheinlich schwierig. Naja, man muss es halt auch wollen. Gut. Ja, das ist ein, also die Strategie, die Probleme zu internalisieren. Das klingt so, als würde man sie in sich reinfressen. Es ist aber so gemeint, dass man in sich selbst nach der Lösung des Problems sucht und nicht extern das Problem beschreibt. Nicht sagt, die sind zu schwer. Die sind zu schnell, die sind zu stark, sondern sagt, ich muss vorsichtiger sein, ich muss mehr Abstand halten, ich darf nicht so viel quatschen, während neue Gegner auftauchen. So, Deserteure. Also da ist ja, irgendwann werde ich mal nachlesen, was es hier mit der Hintergrundgeschichte auf sich hat. Ich stelle fest, dass die Deserteure hier blaue Banner tragen, während die ganzen Ritter, die überall rumliegen, rote haben. Es kann also sein, dass wir es hier mit einem Bürgerkrieg zu tun haben. Und dass die eine Partei aus Deserteuren besteht, die sich aus der Armee verabschiedet haben. Und die andere Partei, das scheint die da drüben zu sein. Ich glaube, die haben so rotes Zeug. Ey, 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 ey. Friedlich, Freunde. Ich tue euch doch nix. Ich will euch doch nur totschlagen. Ein Ember. Okay, das war vielleicht auch ein unique Gegner. Ich hätte nichts dagegen. Uiuiui. Wo kommen denn diese ganzen Pfeile her? Aha. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Internalisiertes Problem.
Mit mehr Sorgfalt und Vorsicht hier vorgehen. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist, aber ich nehme es gern. So ein besonders effektiver Angriff, warum auch immer. Okay. Zwei tote Archer. Drei tote Archer, vier tote Archer. War es das? Ah, ne. Aber ich glaube, das war es jetzt. Alright. Der Vorteil von internalisiert gegen externalisiert ist auch, dass es diesen Wutaspekt, um den es uns ja hier... Oh, zwei von diesen Rittern. Not good. Drei von diesen Rittern. Not good. Um den es uns ja hier sehr geht, ein bisschen aushebelt. Ja. Bisschen zu gierig gewesen. Ich gebe es zu. Two down, one to go. Na, wirst du wohl. Das ist ganz schön, das habe ich jetzt erst sehr spät so richtig aktiv begriffen. Dieses Schwert hat ein Moveset, wo mit der leichten Attacke, wenn man zwei direkt hintereinander ausführt, die eine nach unten geht und dann beim Hochziehen kann man eine zweite Attacke ausführen, wenn man das richtig timet. Dann ist die Recovery Time nicht ganz so absurd hoch. Alles internalisierte... Oh, große Türen. Internalisierte Problemlösungen für externalisiertes Problem. Wir haben riesige, viele und schwere Gegner. Und die Frage ist immer, was kann ich tun? Shortcut? Aber wohin? Ich bin gespannt. Gab es noch irgendwo eine Aufzugsstartstelle, die wir nicht aktiviert hatten? Ah, ich bin jetzt nicht sicher, wo wir gelandet sind. Immer noch nicht sicher, wo wir gelandet... Ach, doch. Vor dem... Ah, richtig, da gab es auch noch... Ja. Vor der Brücke, auf der die Dragon Armor der Kampf stattgefunden hat. Wunderbar, dann haben wir jetzt alle Shortcuts aufgeschlossen. Ich glaube, wir neigen uns hier wirklich dem Ende zu in Lothric Castle. Ich weiß jetzt nicht, wie die Dramaturgie am Ende verläuft. Ob wir automatisch zu diesem anderen Areal geleitet werden oder ob das optional ist. Wir haben ja noch diese Geste, die man in der Profaned Capital anwenden kann, um sich abholen zu lassen nach Arch Dragon Peak. Hübsch und ein bisschen spooky. Und ich bin mir ist ein bisschen schwindelig vom Tempo des Ganzen. Es geht hier wirklich sehr schnell. Oh, das riecht nach Bossfight. Wobei seltsam daran natürlich ist, dass es keinen Fog gibt. Aber vielleicht bildet der sich gleich. Es gibt ja auch immer wieder mal Fights, wo man, wenn man den Raum betritt, plötzlich überfallen wird. 123.000 Seelen, wollen wir das riskieren? Na, zu spät. Scheiße. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one.
Perloiner of Cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. Okay. You've done quite enough. Now have your rest. Who are you? Lorien Elder Bra! What? Oh, kannst teleportieren, du Sack. Sag das doch. Kann man sich drauf einstellen. Okay. Nein, 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 nein. The spot marks are grave. Ich würde gerne die Seelen vorher noch in zwei Level umwandeln, bevor ich sie verliere in diesem Kampf. Und es ist mir unklar, was es mit Arch Dragon Peak auf sich hat, weil das wäre ja jetzt, vielleicht erfahren wir das ja, wenn wir den besiegen, weil dann haben wir alle Lords of Cinder beisammen und dann passiert vielleicht irgendwas im Firelink Shrine. Also ich werde jetzt die Seelen holen, nach Firelink Shrine zurück teleportieren. Ich guck mal gerade, wie lang ist die Aufnahme. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Dann sparen wir uns den Bossfight für die nächste Folge und beenden das hier. Ich habe jetzt nicht viel dazu gesagt. Ich hoffe, man hat verstanden, worauf ich raus will mit dem internalisierten und externalisierten Hindernis. Und das ist, wie gesagt, was ich, egal woher das Hindernis kommt, man darf das nicht verwechseln. Die Quelle des Hindernisses ist natürlich immer auch extern. Es hat immer beide Komponenten. Man ist immer der Situation nicht adäquat gewachsen als der Akteur, als die Person, die das Problem hat. Und es kommt aber von außen natürlich auch eine Problemsituation an. Und das war jetzt albern. Okay. Ich habe vergessen, dass diese Bonfire so nah beieinander sind. Wir hätten einfach auch rüberlaufen können. Nun ja. Also es hat immer beide Komponenten. Als Quelle. Es ist immer ein Problem, das von außen kommt. Ach so, Moment. Hä? Shit. Ups. Sind wir jetzt nach unten gefahren? Ja. What the fuck? Das verwirrt mich jetzt gar nicht wenig. Also ich würde mich freuen, wenn ich das mit Absicht gemacht hätte oder wüsste, was jetzt gerade passiert ist. Ich glaube, das ist der Shortcut, den wir nehmen müssen. Außer ich bin jetzt gerade verstrahlt. Er ist aber in die falsche Richtung gefahren und hat uns dadurch einen Titanite Slab spendiert. Und das ist ja die ultimative Waffenaufrüstungshilfe. Das Kuriose daran ist, dass wir den gar nicht brauchen. Bin ich denn... Bin ich fehlorientiert? Ist das der falsche Shortcut? Aber nee, warum sollte der dann... I don't... What? How? Who? What? I don't understand. Das ist
jetzt ein lustiges Problem. Ist ja nett, dass wir dafür einen Slap kriegen, aber ich würde lieber zu meinen Seelen zurückfahren. If that's at all possible. Okay, ist das so ein zweigeteilter Aufzug vielleicht? Das heißt, wenn wir jetzt hier rausgehen, kommt dann ein zweiter von oben. Ah! Clever. Clever und durch Zufall gelöst. Ups, da sind Mannequins. Ich bin nicht da. Komm. Soll's. Was soll sein? Was haben wir hier? Haben wir hier was? Gesture ahead. Excuse me. Gesture ahead. Only on the friendships. Ah, friendship. Close-ranged battle required ahead. Ja, das macht, glaube ich, Sinn durch diese Teleportationsfähigkeit. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt heute eh nicht, sondern ich hole jetzt die Seelen. Wir teleportieren nach Hause, wenn er uns lässt. Na, wirst du wohl. Und tschüss. Okay, das war die Folge mit dem internalisierten und dem externalisierten Hindernis. Das externalisierte Hindernis King Lorien, nee, Prince Lorien, so ähnlich, besiegen wir nächstes Mal und sehen zu, wie dann die letzten Kapitel des Spiels aussehen. Das Ende ist, glaube ich, jetzt wirklich in Sicht. Und danke fürs Zuschauen, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.